Also, ja, der Osterhase hat uns was von Maibier mitgebracht. Hat uns da mal was hingepackt. Frühzeitig, rechtzeitig. Vielen Dank an den Osterhasen. Ja, übrigens. Danke, Maibier. Ja. Ach, Maibier. Maibier.de. Maibier.de. Weißbier hell, weißer Hase. So. Hui, weg ist er. Ja, natürlich für alle, die Weißbiertrinker sind, seht es mir nach, dass ich jetzt hier, ich habe zwar ein Weißbierglas, aber das würde komisch aussehen, weil wir uns das Bier teilen. Deshalb seht es mir nach, nehme ich mein persönliches Glas. Das ist doch da alle, das zeigt schon Alkoholicht. Das ist ja super. So, also Weißbier hell. Weißer Hase. Ein typisches Hasen. Achso, einfach ehrlich, echt. Weißbier mit feiner Hefetrübung, erfrischend spritzig. Der Hoppelhase als Hopfenhase. Bereits seit 1464 ist die Hasenboy in Augsburg ansässig. Schöne lange Zeit. In unserem heutigen Stammhaus der historischen Kälberhalle mit Brauschenke ist Biertradition spürbar und erlebbar. Unser weißer Hase ist eine feinhefige Weißbierspezialität mit fruchtig-aromatischer Note. Das Ganze gibt es übrigens bei maibier.de zu kaufen oder zu bestellen. Und mehr Informationen zu dem ganzen Bier gibt es auf hasen-breu.de. Alles hier unter dem Video verlinkt. Auspacken oder wegpacken? Ansprechend sieht es ja aus. Ja, finde ich auch. Wenigstens 3 Punkte. Obwohl. Ja, doch, 3 kannst du geben, finde ich. Okay. Augensucht oder Augenflucht? Tja, schauen wir mal. Wo ist denn hier die KKP1? Schon gespannt. Toll. Komm ich hier wieder nehmen. Ah! Gesundheit. Das ist doch dein Glas, ja? Das sieht schon mal aus wie ein Bier. Ja, trüb. Oh, ja. Schaum. Gut. Zu viel Schaum, zu wenig Bier. Ja, das ist ein alter Trick. Wie sieht es denn aus? Der Schaum sieht sehr gut aus. Die Trübung ist trüb. Und es wird golden. Gold. 4 Punkte? Von maximal 4? Ja, 2. Wenn denn. Gaumenhiebe oder Gaumenhiebe? Wie schmeckt das? Mann, nee. Mal sehen, was die Leber dazu sagt. Ja? Die kennt ja meistens nur Pilze oder Helles. Also ich trinke ja, wenn ich so ein Weißbier trinke, dann trinke ich das mit Banane. Also Banane und Weizen ist das dann. Ist schon schwer zu bewerten, wenn man sowieso ein Weißbier nicht trinkt, ne? Ja. Das ist der typische Weißbiergeschmack. Also von den Weißbieren, sage ich jetzt mal, ist das ein mildes. Also wer auf Weißbier steht, der kann sich das gerne mal gönnen. Ja. Boah, hier fehlt echt die Banane. Boah. 5? Ja. Wie viele Spezialpunkte? Das ist ein Hasenbräu, wa? Und das ist schon ganz schön alt. Also wenigstens 2 schon mal. Ja, ich muss 2 geben. Von möglichen 3. Mm, ja. Deutsches Reinheitsgebot. Natürlich. Uwe noch.
Tja. Also, ein Pilztrinker, der ein Weißbier trinkt und der sich entscheiden muss, ob da ein Uwe kommt oder nicht. Da sitzt ja Uwe im Hasenpilz unten. Da sitzt der Uwe im ersten Schluck. 14 von 30 Punkte. Was sagt denn hier jetzt? Ich glaube Bronze. Barometer. Der Biometer. Biometer. Uiuiui, Bronze, Tatsache. Na, kickst du. Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges, genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Und, liebe Weißbiertrinker, natürlich könnt ihr da nochmal eine Schippe raufpacken und dann wird es bei euch wahrscheinlich auf den silbernen Platz landen, ne? Mindestens, denke ich. Ja. Also wenn du bei uns Bronze kriegst, dann ist das eigentlich ein Goldbier für Weißbiertrinker. Puh. Ansonsten wünschen wir schon mal ein frohes Fest, Osterfest. Ja. Per. Als nächstes gibt's das Osterfestbier. Und bis dahin, ich verdecke erstmal Rico sein Gesicht hier. Was ist denn bis dahin? Was? Bis dahin ist, trink mal das Bier aus. Und abonnieren. Dann, Junge. Was? Ja.